Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Benoki mit Daily oder Christian und Sashi hier und wir reden über den 28. November. Richtig, Mensch, Geburtstagskind des Tages. Zacki, 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 Intro gemacht und dann noch mal eine halbe Stunde drüber geredet. Und du verblendet gerade meine Zeit. Ja. Geburtstagskind des Tages, Ed Harris. So habe ich auch geguckt. Ja, genau, ne? So habe ich auch geguckt. Ja, Truman Show. Apollo 13, The Rock, The Truman Show, Beautiful Mind. Bei Truman Show habe ich letztens erst gesehen, da, also ich habe ja den Film nochmal geguckt, und da ist er dieser Regisseur. Der Regisseur? Der Regisseur. Was hat er in The Rock gemacht? In The Rock war er Jonah Books. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Bösewicht. Natürlich. Ed Harris ist der Bösewicht. Ja. Auf jeden Fall hat er heute Geburtstag. Ed, alles Gute von uns. Ja. Du schon. Am 28. November, heute ist Nationalfeiertag in Albanien. Grüße gehen raus nach Albanien. Alle mein lieber Albaner hier. Freunde, alles Gute. Wir haben eine riesen Fanbase in Albanien. Und Tag der Republik wurde ausgerufen am 28. November. Hammer, oder? Shoki Banoki grüßt Albanien. Ja. Albanien soll ja wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mir sagen lassen, dass in Albanien die Strände sind der Hammer. Also das ist wirklich ein Geheimtipp. Jetzt hier, ich gebe euch mal einen Geheimtipp. In Albanien Urlaub machen. Ja, alle haben so geguckt, als ich denen das erzählt habe. Aber ohne Scheiß. Du warst doch selbst noch gar nicht da. Ich war noch nicht da. Ich will dahin. Ja, ich habe gehört. Todsicheren Tipp. Scheiß. Ein Kollege, der in Bulgarien lebt. Ja. Ja, der fährt immer nach Albanien runter und, oder hoch. Runter, weiß nicht, sogar auf jeden Fall rüber. Rüber. auf die albanische Seite und macht da an den Stränden, hat gemeint, es ist besser als Italien. Und billiger. Und alles okay. Richtig geile Strände in Albanien. Gut, Albanien, haben wir geklärt. Ah, ja, gut. Ja. Ich habe mal für unsere albanische Fanbase hier eine Lanze gebrochen. Bisschen Werbung gemacht. Ja, am liebsten hätte ich mal den Lanz gebrochen. Egal. 28. November 1918. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Unterzeichnet seinen Verzicht auf den Thron. Mach ich nicht mit, habe ich keinen Bock. Keinen Bock drauf, läuft nicht. Hat er so geschrieben? Hier. Habe ich keinen Bock, hat er geschrieben. Genau, könnt ihr vergessen. Check, check. Ja. Raus. Genau, dann war er weg. Ich bin raus, hat er gesagt. So. Ja. Ich. Ja. Ja. Ich mache mir den Fisch. Ja. Am 28. November 2002 kommt auch ein Film in die Kinos, der mich überhaupt nicht beeindruckt hat. James Bond 007. Stirb an einem anderen Tag. Mhm. Ja, das war mit Madonna, ne? Die Another Day. Ja, ja, das Lied war ganz cool. Ja, das Lied war gut, aber ansonsten. Madonna hat so gefochten irgendwie so. Der war doch aber. Nee, ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben, der James Bond. Ne? Die Another Day, ich weiß gar nicht, worum es da geht, ganz ehrlich. Ich kenne eigentlich alle James Bond Filme, aber diese Pierce Brosnan James Bond Filme. Nee. Die sind, da bin ich schon wieder zu alt. Ich könnte auch gar keine Handlung sagen, Die Another Day, was war denn da? Ja, eben, da bin ich zu alt für, als dass ich mir das hätte irgendwie nochmal angeguckt und nochmal angeguckt. Als Kind habe ich mir jeden Scheiß angeguckt. Warte mal, das war der Film, wo dieser britische Geheimagent diesen Fall löst und nachher die Welt rettet. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Jetzt wo ich es sage, ne? Ja, okay, gut, genau. Alles klar. Nee, ja, der war okay. Ja, der war ganz gut. War okay. Jetzt kannst du dich erinnern. Ja. Das war der 28. November, haben wir rumgekriegt, zum Glück. Morgen am 29. November sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Haut rein.